Okay. Gegenstände Hunde zum Händler bringen. Vielleicht können wir uns die Wölfe haben wir schon als Freunde. Vielleicht können wir uns dann auch die anderen Tiere zum Freund machen. Das wäre ja nicht schlecht. Das verdienen wir mal, denen in der Wildnis begegnen. Nicht allzu viele Gegner haben. Und findet ein Kampf statt. Jetzt haben wir die Kristalle hier. Immer noch feindselig. Na, gehen wir hier erstmal weiter. Die Völker beschwichtigen. Handel betreiben können wir später bestimmt auch noch. Oh nein, ein Angreifer. Sehr schön. Oh nein. Komm, ich fliege einfach. Ich will euch nix. Ich komme in Frieden. Mein Ziel ist sowieso woanders. Nämlich hier unten. Finde auf. Genau, das ist jetzt mein Ziel. Du bist nicht auf. Du Angreifer. Oh nein. Wir haben nichts. Wir haben keine Heil-Items. Scheint hier in der Nähe zu sein. Hinterm Wasserfall ist er nicht. Stürzen. Kommt doch bestimmt hoch. Und die Klippe hier sehr steil ist. Haben wir vorhin eine Markierung gesetzt. Hier ist eine kleine Höhle. Ach, diese Höhle. Interessant. Wir hätten uns auf der Karte mal markieren sollen, wo das Dorf ist.
Niemals. Ist die Markierung noch auf der Heimat oder? Was? Nein, ich füchse das nur auf meiner Seite. Hier sind wir wohl wieder in der Heimat, wie es ausschaut. Ganz weg zurückgerannt. Ist ja nicht so schön. Finde auf. Okay. Hier war das Wolfsdorf. Das Fuchsdorf, ja, eher Fuchsdorf, sorry. Wölfe auf jeden Fall. Müsste ich mir mal markieren. Okay, dann würde ich mal sagen, Richtung Pollenfelder muss, wollte ich hoch. Müssen wir weiter suchen. Und du bist hier wohl der Bürgermeister oder was? Habe die Ehre. Kleine Hobbit-Höhlen hier. Darf ein Foto machen, Herr Bürgermeister. Bürgermeister Fuchs. Wundervoll. So, Map. Ja, genau in die Richtung. Wollen wir. In die Richtung geht's weiter. Wir müssen mal dringend Nahrung finden. War nicht klug, alles zu verkaufen. Alles zu verschenken für nix. Aber wir haben jetzt die Wölfe auf unserer Seite. Und die Füchse. Da ist doch was wert. So am Fluss lang, denke ich. Eine schlechte Idee. Dass die Füchse uns nicht mehr angreifen, das ist doch schon mal was wert. Auf jeden Fall. Ich würde auf der Seite des Dorfes, das ist glaube ich das Fuchsgebiet hier, ich würde auf der Seite des Flusses bleiben. Erstmal. Oha, das sieht aber auch wundervoll aus da drüben. Oha. Alpha Fand.
Das sind friedliche Wesen. Das wollte ich nicht. Okay, hier können wir durch neue Gebiete. Auf zu neuen Welten. Hier wird's eisig. Taking Pass. Oh ja, hier ein Wolfs. Wir können noch befreundet werden und so. Momentan sind nur Verbündete. Diese Beziehung kann sich ja noch verbessern. Oh, noch ein Gebirgsdorf. Bist du der einzige Mensch hier? Irgendwie kommst nämlich nur du mir zu Gesicht. Das wird wohl so sein. Hier einen Marker setzen. Moment, habe ich zu viele Markierungen hier drin. Ah, was so ist. Aha, der Bergfuchsbürgermeister. Ein Foto bitte. Sehr schön. Dankeschön. Wir müssen auf jeden Fall unser Verhältnis zu den Wölfen verbessern. Wir haben wieder nichts zum Verkaufen. Bei den Klauen sollten wir auch nicht tun. Ich laufe mal weiter nach Norden. Kann wohl nicht schaden. Sagt er und läuft nach Süden. Auf den hohen Eisgletscher. Fackel kann man nicht entzünden. Sehr schade. Ich mag die Füchse. Bin jetzt schon Fan. Füchse hier sind sehr gut. Das sind Fuchsdörfer, die habe ich mir auf der Karte markiert. Müssen wir nochmal hin, dann können wir nochmal Handel betreiben. Mount Taking. Oha. Da sind die Fuchsdörfer. Wow, der König der Welt. Wunderbare Aussicht. Und die ist eiskalt. Ohne Schuhe. Ohne Handschuhe. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Auf Dauer. Mal nichts verbrauchen.
schlafendes Viech. Ich meine, ich würde es schlafen lassen, aber ich brauche leider Fleisch. Oh, es sind zwei. Wir können es nicht leisten, angegriffen zu werden, wenn sie schlafen lassen sollen. So ein Mist. Kopfkratz. Ja, hier sind wir. Jetzt laufen wir zurück. Bestimmt einiges verkaufen. Ein paar Blumen verkaufen. Und wenn wir es mal lebendig runterschaffen. Für ein paar Schuhe. Jetzt sind wir frisch aufgeladen. Mach gehabt das aus euch. Oha. Der Angriff ist stark. Na komm. Lass ihn nicht angreifen. Oha. Hat einen Würfel. Kann man teuer verkaufen. Die Würfel wahrscheinlich. Oha. Ist bestimmt einiges wert. Und wir brauchen jetzt was zu essen. Sehr schön. Was haben wir hier? Werden wir hoffentlich später nochmal lernen. Portale zu Zwergen, Zwergenhöhlen. Sieht mir ziemlich nah am Zwergenpalast aus. Okay, können wir erstmal nichts, nicht viel mit anrichten. Ein Schalter. Okay, was haben wir geschaltet? Nicht viel. Weiter Richtung Norden. Wir müssen noch ein paar Sachen sammeln, bevor wir zum Dorf zurückkommen. Eine Höhle. Auch nicht schlecht. Kopfkratz. Nervöses Kopfkratz. Können wir Sachen vielleicht finden hier? Hier ist was. Pfeile.
Ich habe leider noch keinen Bogen. Und wir können sie verkaufen und wenn nicht, kriegen wir vielleicht irgendwann einen Bogen. Oha, ein Ace-Tempel. Sorry, ich wollte nicht einbrechen. Also eigentlich schon. Dafür werden wir bestimmt die Füchse einiges an Geld geben. Mit den Schätze aus den aus der Ace-Grotte mitbringen. Das wird die Elch leider nur wütend machen wahrscheinlich. Fehlgeschlagen. Den Kristall muss ich mitnehmen. Was mir die Füchse dafür geben. Oha. Will mir erstmal die Fuchsallianz aufrecht halten. Das denke ich ist eine gute Idee. Die Elche bestimmt auch, das ist vielleicht bestimmt auch nicht. Wenn wir dann später. Entschuldigen wir uns später. Ein Doppelspion. Wir bringen später die Kugel von den Füchsen. Und einfach auf beiden Seiten. Ah, ich habe jetzt zwei Kugeln. Die kann ich wahrscheinlich nicht verkaufen. Das sieht so interessant aus. Wir sollten auch in Zukunft nicht alles verkaufen, was wir haben. Sondern von allem nur was doppelt haben können wir jetzt. Was verkaufen. Okay, ich sehe da die Pfeile wieder. Könnte es lohnen hinzugehen. Ja, da unten kommen wir also wieder zum Fuchsdorf. In die Berge erkunden können wir dann später nochmal. Viel Stecker. Oh, ein Bogen. Oder was? Nee, nur ein Ausdauertrank oder so. Okay, gerade habe ich nicht so viel Essen nötig. Und die Musik ist sehr gut. Bergrücken. Von den anderen Punkten sind wir relativ weit entfernt. Und da können wir hin. Schnittlauch. Mmh.
Ist ganz dünn aus dem Garten, so selbst gezüchtet. Gar nicht schlecht. Schnittlauch ist lecker. Oha. Ach, die Fuchsstadt. Au. So. Gehen wir mal ein bisschen handeln. Da ist auch schon der Händler. Vielleicht bringt das auch ein bisschen unsere Freundschaft voran. Ich hätte gern die Schuhe, ganz dringend. Gehen ein bisschen Schnittlauch. Ah, okay, es tut nichts. Ah, das. Ist wohl wertvoll. Okay. Machen wir es so. Sehr schön. Die Handschuhe. Handschuhrezept, das kann man dann mal selbst herstellen. Was, das ist nicht für nichts wert. Kaufe ein bisschen Schnittlauch. Ich habe zwar gesagt, ich will nicht so viel verkaufen, aber es lohnt sich hier. Schnittlauch gegen Dumme. Sehr schön. Können wir jetzt essen. So, fertigen. Was brauchen wir da für Großzapfen? Da brauchen wir einiges für. Müssen wir noch sammeln gehen. Nächstes haben wir jetzt einiges an Zutaten. Sehr schön. Sammeln, tauschen, aufklären, überfallen. Manchmal ist das Ablauf ziemlich eintönig. Ja, wir werden jetzt am Anfang noch ein bisschen Sachen loswerden, um uns mit den Völkern gut zu stellen. Wenn wir so einen Schrein finden, können wir auch ein paar Spenden platzieren. Die Beziehung zu den Füchsen noch aufs Maximum treiben. Und dann mit den anderen Dörfern noch ein bisschen Frieden schließen. Scheint mir erstmal eine gute Sache. Und danach können wir Sachen anhäufen. Anhäufen. So, hier beim Bürgermeister, beim Bergdorf-Bürgermeister, würde ich den Stream für heute beenden. Lang genug haben wir gespielt. Auch wenn der Anfang so ein bisschen, naja, war. Auf haben wir noch nicht gefunden, aber ja, den werden wir auch noch finden, wo wir die Karte hier erkundet haben. Da gibt es noch einiges zu erkunden. Erstmal bleiben wir hier bei den Füchsen. Bis zum nächsten Mal. Denke, da sind wir gut aufgehoben. Jetzt, wo wir die als Verbündete haben, sind wir bei denen bis zum nächsten Stream sicher. Jut. Juti.